Erneute Kritik für Özil. Schelte für den ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil. Der einstige Arsenal-Profi Emmanuel Petit hat Özil für dessen jüngste Auftritte im Trikot der Gunners gerügt. Eigentlich bin ich ein großer Fan von ihm, aber seit 2 Jahren ist er wie ein Geist, erklärte der Franzose im Gespräch mit dem Wettanbieter Paddy Power. Petit weiter. Wo ist der Özil, der zu den besten Spielern überhaupt zähle? Der, der so viele Tore vorbereitet und selbst erzielt hat. Ich glaube, er hat seine Lust auf dem Spielfeld verloren. Sie ist nicht mehr da. Zuletzt wurde Özil, dessen Vertrag bei den Gunners noch bis 2021 läuft, mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Unter anderem soll Inter Mailand Interesse bekundet haben. Ex-Profi rechnet mit Bundesliga ab. Der ehemalige Profi Jan Rosenthal hat ein halbes Jahr nach seinem Karriereende mit dem Berufsfußball abgerechnet und Scheinheiligkeit in der Bundesliga angeprangert. Mich haben viele Dinge zunehmend genervt, der Egoismus in dem Geschäft. Es geht in vielen Vereinen vorrangig um Macht, Status und nicht um die Sache an sich, also das, was dem Mannschaftserfolg dient. Und das auf allen Ebenen, sagte der 32-Jährige dem Fußballportal Sportbuzzer. Mit einigem Abstand betrachtet Rosenthal das Bundesliga-Geschäft äußerst kritisch. Auch die TV-Interviews sind doch fast alle gleich. Das spiegelt den ganzen Schein der Branche gut wider. Viel Fassade, meist wenig Inhalt. Natürlich kann man nie verallgemeinern, aber vielerorts wird die eigene Welt komplett überhöht. Real Madrid will Topjuwel. Flamengo Rio de Janeiro steht für große Namen im brasilianischen Fußball. Jorginho und Zico begannen dort ihre Karrieren. Nun aber bahnt sich ein Wechsel an, der sämtliche Dimensionen noch einmal sprengen würde. Ranier Jesus ist auf dem besten Weg, der teuerste 16-Jährige aller Zeiten zu werden. Insbesondere die Königlichen scheinen es dem Youngster angetan zu haben. Schon im März posierte er im Santiago Bernabeu und schrieb stolz unter sein Bild auf Instagram. Der Besuch eines der größten Tempel der Fußballwelt war eine unglaubliche Erfahrung. Der offensive Mittelfeldspieler besitzt in der brasilianischen Millionenmetropole einen Profivertrag bis 2021. Aufgrund einer Ausstiegsklausel müsste ihn Flamengo aber für 70 Millionen Euro ziehen lassen.